Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Koalition, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle gerade aus der Richtung der SPD-Fraktion gelungen ist, an diesem schlimmen Gesetz noch Korrekturen vorzunehmen, die das sicherlich verbessert haben, kann ich nur empfehlen, seien Sie konsequent. Schaffen Sie doch am besten das ganze Taxigewerbe komplett ab. Dann wissen die betroffenen Unternehmer, das sind oft kleine und mittelständische Unternehmen und deren Beschäftigte wenigstens, woran sie sind. Aber hier so aufzutreten und dem klassischen Taxigewerbe mit seinen nach wie vor strengen und auch nachvollziehbar strengen und betriebswirtschaftlich teuren Vorschriften eine direkte Konkurrenz vor die Tür zu setzen, die nicht ansatzweise diese Regularien hat, das hat mit marktwirtschaftlichem Wettbewerb nichts mehr zu tun. Das ist für meine Begriffe völlig unzumutbar, auch wenn Sie hier noch an der Gesetzesvorlage in den letzten Tagen herumgedoktert haben. Während die klassischen Taxis ein integraler Bestandteil des ÖPNV sind, sind Uber und Co. Teil des Wilden Westens. Uber und Co. werden sich nie an irgendwelche Regeln halten. Denn das Nicht-Einhalten von Regeln ist deren Geschäftsmodell. Sie werden immer irgendwelche Schlupflöcher finden und dann jahrelang abtauchen, um später wieder irgendetwas Neues aus dem Boden zu stampfen. Für meine Begriffe geht das überhaupt nicht. Ich hatte 2019 die Gelegenheit, den US-Bundesstaat Texas zu besuchen. Unter anderem war ich in Austin und in Houston. Dort gibt es die klassischen Yellow Cabs gar nicht mehr. Braucht man dort ein Taxi, braucht man ein Smartphone und man braucht eine App. Hat man aber zum Beispiel ein Motelzimmer am Stadtrand, dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn niemand kommt. Denn eine Verkehrsversorgungspflicht haben diese Firmen nicht. Sie bedienen das, was sich für sie rechnet. Wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Für die Linke sind die klassischen Taxis eine wesentliche Säule im öffentlichen Personennahverkehr. Sie kommen im Übrigen auch ohne öffentliche Zuschüsse aus. Also sie machen ihr System kaputt, was kein Zuschusssystem war. Sie fahren für Krankenkassen, sie machen also diese Krankenkassenfahrten fast zum Selbstkostenpreis. Darüber müsste man auch noch mal reden, aber sie machen das. Und da frage ich Sie, machen das zukünftig Uber und Co. auch solche Touren? Ich glaube nicht. Und Uber und Co. werden nur in die großen, meine Kollegin Leidig hat das schon gesagt, nur in die großen Städte gehen. Überall dort, wo man richtig Geld verdienen kann, tauchen die auf oder sind schon aktiv. Ob sie in Deutschland überhaupt Steuern zahlen, wäre für meine Begriffe auch noch mal eine interessante Frage, die zu klären sind. Aber in Kleinstädten, in Mittelzentren oder auf dem Land wird man diese privaten Mietwagenkonzerne nicht sehen. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, diesen Markt weiter zu liberalisieren. Es geht vor allem nicht, dass die einen nach wie vor strenge Regeln haben und die anderen werden machen, was sie wollen, egal wie sie heute die Gesetzeslage ändern. Sind die klassischen Taxis aber erst einmal Geschichte, werden die Preise bei Uber und Co. auch hochgehen. Wer also von günstigen Preisen träumt, wird ein böses Erwachen haben. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf, trotz alledem. Vielen Dank, Thomas Lutze. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Cem